gekommen sind. Ich war dazu berufen, Königin zu sein. Und du ein Sprenger. Genau wie in diesem banalen menschlichen Spiel, das dir so gefällt. Darin sind Sprenger so mächtig, gewandt und unvorhersehbar. Aber zwischen Sprengern und Bauern besteht nur ein schmaler Grat. Weißt du, auf welcher Seite du stehst? Ah, und erzeuge ein König mit Vision. Er hat ein Ziel vor Augen und weiß, was das bedeutet. Dein Spiel beruhte schon immer auf Angriff und Handel. Der Nervenkitzel des Sieges und die Qual des Rückzugs. Wenn es um Gewalt geht, bist du endlos glücklich. Bei diesem Spiel entscheidet nicht der letzte Sprenger oder die Königin. Die Partie endet, wenn der König keine Züge mehr hat. Kein endloses Kämpfen, sondern das Ende des Kampfes. Hör zu, wie ich weiterziehe. Du hast andere Probleme, wo auch immer du gerade bist. Du wurdest aus deinem eigenen Schloss gesperrt. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden sterblich. Da ich erst kürzlich von den Toten auferstanden bin, fühle ich mit dir. Aber bevor du zum Gegenangriff ansetzt, überlege dir eins. Was bedeutet es, Sprenger zu sein, wenn die Partie vorbei ist?